dieses unmöglich durch die die Wahrheit ans Reale grenzt, Lacans, oder diese sei doch zufrieden mit der Unzufriedenheit, lebe ein produktives, untotes Leben à la Zizek. Wie weise die Paralektik doch eingerichtet ist, für die eine Seite eine kontinuierliche Enttäuschungsreihe des Scheiterns, des notwendigen Scheiterns bis zu einer scheiternden Endbilanz des alles Verlorengehens, die sich auch nur aus der Projektion der nur beim Schizospalt-Sprechwesen maximal aufgespreizten Trittveränderungsimperative als Gegenreaktion gegen die Unmöglichkeiten bei Zeugung, Geburt und Aufzucht zur Aufspannung des ternären Raums notwendig geworden wäre. Denn schon in dieser einzig möglichen Begegnung mit dem Absoluten während der Zeugungsakte stellt sich immer dieses notwendige Scheitern ein. Sie können da versuchen, ihr Ding oder eine ganze Hand in die vordere und ihr Membrum in die hintere Öffnung gleichzeitig zu stellen. Sie werden damit niemals eine Verkoppelung, eine Verstopselung, eine Verschmelzung so zu erreichen, herzustellen, dass damit das aristophanische Mythem erfüllt wäre. Hallo Hupu. Niemals wird Ihnen das gelingen. Das Objekt A, das vollständig adäquate Objekt, mit dem Sie, das Ihnen versprochen wurde, nach dem ersten Tod, nach dem ersten Verlust im Protum Pseudos wiederzufinden und mit dem Sie dann verschmelzen könnten und Händchen haltend dem Tod ein Schnippchen schlagen. Denn nur in gemeinsamer Arbeit, ohne Alienierung in die Drittveränderungsimperative, Händchen haltend am Horizont, auf den Horizont zu blicken, bis dieser als unwiederbringlicher sie einholt. Nur so können sie dem Tod, der das Auslöschende, das immer wiederholende neue Transformierungsaberwitzig ist, ein Schnippchen geschlagen haben. Das werden sie niemals erreichen. Eloise wird niemals Abelard finden und umgekehrt. Also wird jeder Begegnungsakt in der Umarmung bereits einer der Enttäuschung. Die können machen, was sie wollen. Die Organe sind elastisch-plastisch so ausgelegt, dass sie sie immer schachmatt setzen werden. Dass nur die Begegnung mit einem großen anderen Viech für sie wirklich relevant werden wird. Und nicht die kleinen Handreichungen oder Diensterweisungen, die sie ihr für die kleinen eloisischen Lust- und Dienstbarkeiten dargelegt haben, dargebracht haben in diesen Selektionsauswahlstufen des optimal dominantesten, des elegantesten, des potentesten, des talentiertesten und so weiter auf den verschiedenen Filterstufen. Denn es kommt ja nicht nur darauf an, das richtige Abzweig zu generieren, sondern
ein anderes geeignetes Mitglied der Community zu finden, der auch bereit ist, den Job zu übernehmen, ein wenig Alimentationen abzuliefern, Subsidiarien für dessen Aufpäppelung, nicht nur über Wochen und Monate. Aber wie gesagt, was für die eine Seite schon in der Begegnung mit dem Absoluten, in dem er verspürt, dass sein Spiritus Spermaticus aus ihm ausfließt und er sein Wesen da hinübergibt in dieser Plasmidifizierung, dieses Scheitern, dieser Eschek, diese notwendige immer schachmatt gesetzt Werdensreihe, immer zuletzt auf dem Geschlachtungsfeld ermattet, dann niederliegen bleibender notwendigerweise, ist in dieser Paralektik für die anderen kein Eschek, kein verpassendes Kairos, kein unmöglich, sondern erst der Beginn des Netzesieren, des Wiedermöglichen. In diesem Moment beginnt erst die Verkündigung, die Annunziation, das Warten, das Aufspannen jenes Zeitraums, der Hoffnung und der Hoffnungen dessen, dass da für sie bereits bestimmt wurde, an einem anderen Ort. Denn alles, was auch ihr begegnen wird, wird nicht zu vermeiden sein. Wird nicht zu vermeiden gewesen sein im Futur 2. Diese Wesen der maximalen Aufspreizung sind somit auch die Dissipationswesen, die den Illusions-Imaginationsraum von Raum und Zeit aufspannen, in Ausdehnung dieser Spanne der Hoffnung, die zuletzt stirbt, erst in einem späten Untotsein, in einem späten Unmöglichwerden. Bis dahin entsteht, ob diesen absolut hochgespannten Unmöglichen erst recht, das dann erst recht Mögliche, das Notwendige aus dem Necessären, aus demjenigen, das nicht aufhören kann, sich nicht immer wieder einzugravieren, einzuschreiben, aufzuschreiben, auf das Papier zu kleckern. Erklecklicherweise. Und so bedingt das eine das andere im anaximandrischen Wettkampf. Der Eschek, das Unmöglich, an dem die Erfahrung der Wahrheit an der Scheiterung der Realgrenze geschieht, ist der Beginn für die andere Seite des notwendigen, necessären, hoffnungsvollen, noch lange nicht gescheiterten und sich durch das Unmöglich und das sich auslöschen und das sich scheitermachend erst recht fortsetzend in seiner Neutransformierungs-Aberwitzigkeitssensation. Und das Ganze dann geteilt durch das Dritte, dividiert und gelenkt durch die Matrix, durch das Rhizom, durch das Automaton, durch jene andere signifikanten Gleitens-Texturmaschinerie, über die wir jetzt als deren geheimnisvolle Unterseite nicht sprechen wollen. Es ist 8 Uhr, es hat 23 Grad. Guten Morgen, Tolo.
Es ist zum Glück noch nichts an Geplärre zu hören.